Hallo, da sind wir wieder bei einer neuen Folge bei Kochteufel TV. Ja, was macht man heute? Heute macht man eine Hackfleischtorte mit Würsing. Ist eigentlich ganz lecker. Was braucht man denn dafür? Ja, wir brauchen 500 Gramm gehacktes, gemischt, ein Würsing, 200 Gramm Appenzeller Käse gerieben, Kochsahne 200 ml, 125 Gramm Butter, 2 Tomaten, dafür nehmen wir große Fleischtomaten, 1, 2, 3, 4 Eier, Salz habe ich schon gesagt, ein bisschen Cayennepfeffer, normalen Pfeffer, Weizenmehl und eine halbe Tasse Wasser. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir gleich mal an. So, als erstes wiegen wir uns hier 200 Gramm Mehl ab. Dazu kann man hier herkömmliches Weizenmehl Typ 405 verwenden. Sache schon näher. Bisschen geht noch. Ja, das sind 230, aber so genau gibt das nicht. Wie gesagt, die 30 Gramm mehr da, die sind eigentlich unrelevant. Dann nehmen wir die halbe Tasse Wasser, fügen sie zu dem Mehl hinzu. Dann kommt da ein halber Teelöffel Salz. Der kommt auch hier mit rein. So, dann kommt unsere 125 Gramm Butter. Die fügen wir da quasi mit hinzu. Und dann nehmen wir ein Ei, schlagen es auf und da kommt dann auch zu dem Teig hinzu. Ja, die Eierschalen, die kann man gleich beseitigen. Und dann nehmen wir uns einen Handmixer und dann gehen wir her und machen da draußen einen glatten Teig. Kannst die Kamera auch zwischendurch mal ausmachen. So, und nachdem wir das Ganze jetzt hier zum Teig verknetet haben, geht es darum, den gleich zum Ballen zu formen. Und dann stellen wir den nachher im Kühlschrank. Falls ihr merken solltet, dass der Teig noch klebrig ist, dann fügt ihr nach und nach so viel Mehl beim Kneten hinzu, bis der Teig quasi nicht mehr klebt. Ne? Man sieht es hier deutlich. Ja, ich habe da noch, weil er noch ein bisschen sehr flüssig oder nicht fest genug war, der Teig, und noch nicht schön glatt war, habe ich nach und nach so viel Weizenmehl hinzugefügt, dass er quasi jetzt nicht mehr an die Finger klebt. Ne? Man kann ihn hier nehmen und durchkneten. Wir machen da draußen eine Kugel. Setzen den dann auf den Teller, decken das Ganze dann ab und stellen das dann für eine halbe Stunde im Kühlschrank. In der Zwischenzeit können wir dann irgendwie was anderes machen. Und ja, das werden wir jetzt auch mal machen. So, nachdem wir unseren Teig quasi jetzt im Kühlschrank gestellt haben und zu einer Kugel geformt haben, da muss er jetzt ja quasi eine halbe Stunde im Kühlschrank verbleiben. Können wir schon was anderes machen, den Würsing. Die nicht so guten Blätter, die knipsen wir einfach ab, aber das sieht alles hier ganz gut aus. Weil ich habe die schon abgemacht, die nicht so gut aussahen. Waschen das ganze Teil. Und dann gehen wir her und schneiden unten den Ansatz ab.
mit dem scharfen Messer, ja, den Strunk quasi, den harten. Dann teilen wir den ganzen Wirsing einmal in der Mitte. Und dann gehen wir her und entfernen noch hier drin diesen restlichen Strunkansatz. Ich mache da wieder so einen Keilschnitt. Manche kennen das aus den Sendungen mit meinen Tomaten. Und da lässt sich das auch schon ganz schön leicht entfernen. Wenn wir das soweit gemacht haben, dann machen wir das quasi mit beiden Hälften. Den harten Strunk raus, weil den mag wohl keiner. Und gehört auch nicht wirklich in unser Menü rein. So, dann gehen wir hin, setzen den Kohl hier an und schneiden ihn quasi in kleine Streifen. Und so verarbeiten wir den ganzen Kohl, da gibt es schöne kleine Streifen, schön fein, und wie gesagt, so machen wir den ganzen Kohl. So, nachdem wir jetzt unseren Würsing schön fein in Streifen verarbeitet haben, gehen wir hin, nehmen uns einen Kochpott, mal den Herd an, und ich hoffe, das habe ich schon einfach vergessen bei der Zutatenliste, aber das dürfte jeder im Haus haben, weil Öl, ich glaube, das gehört zum Kochen dabei. Tun hier einen Schuss Öl in den Kochpott und dann gehen wir hin, wenn das Öl heiß genug ist, und braten unsere 500 Gramm gemischtes Hackfleisch schön krümelig an. Und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Ja, man hört schon, das Öl ist schön heiß. Und dann braten wir quasi im Kochpott schön krümelig an. Und wenn es schön krummelig ist, dann fügen wir gleich unseren Würsing hinzu. So, nachdem unser Hackfleisch schon schön krummelig angebraten ist, wie man hier deutlich sieht, können wir auch schon unseren Würsing, den wir vorher schön klein in Streifen geschnitten haben, hinzufügen. Der kommt jetzt zu dem Hackfleisch. Schön aufpassen, dass er nicht daneben fällt. Kann passieren, sollte aber nicht passieren. So, und wenn wir das alles dazugefügt haben, dann nehmen wir hin, rühren das Ganze nochmal schön durch. Ja. Gucken, ob da noch genug Öl drin ist. Und dann gehen wir hin und lassen halt noch mal so 10 Minuten bis 15 Minuten schmoren, machen Deckel drauf, damit dann schön mitdünstet, und gelegentlich gehen wir dann mal hin, mal alle paar Minuten, und rühren das dann mal schön durch. So, nachdem wir unseren Würsing quasi so 10 Minuten mitschmoren lassen haben mit Deckel, rühren wir das Ganze noch mal ein bisschen durch. Das duftet auch schon ganz gut, aber das Ganze ist ja noch alles ungewürzt. Deswegen kommt da jetzt noch so ein Teelöffel Salz hinzu. Oh. Teelöffel Salz. So, und würzen das Ganze nochmal mit Pfeffer nach Geschmack. Ne? Manche mögen etwas schärfer. Und manche eben nicht so, das kommt echt hier nach Geschmack. So, dann rühren wir das Ganze schön durch, nochmal mit den Gewürzen. Machen die schön durchgerührt, machen dann wieder einen Deckel drauf. Und dann kann er noch ein bisschen nachschmoren, machen die Platte quasi aus. Hin und wieder sollte man trotzdem noch mal gucken,
gelegentlich umrühren, weil die Platte noch warm ist und das Ganze noch ein bisschen nachschmort. Und in der Zwischenzeit holen wir dann unseren Teig aus dem Kühlschrank. Unseren Teig oder unsere Kugel aus dem Frischer geholt haben, habe ich Mehl mal der ganzen von beiden Seiten schön ein mit dem Mehl und die Arbeitsfläche. Gucken wir, dass wir das einigermaßen platt gedrückt kriegen und ein bisschen rund die ganze Angelegenheit. Nehmen dann hier eine Teigrolle und rollen den Teig schön gleichmäßig aus, dass der einigermaßen rund wird, dass der nachher anschließend in einer ca. 26 cm Springform reinpasst. Ne, so eine haushaltsübliche Springform wie diese hier, die habe ich schon vorbereitet. Da soll er gleich rein. Schon eingefettet, damit er mit Butter, damit er auch nichts kleben bleibt. Ne? Und da brauchen wir noch nicht viele Rollen, weil das ist, geht schon recht leicht. Ja, das ist, man braucht auch nicht exakt die Größe, weil man nachher das auch noch in die Ränder ein bisschen hochstehen lässt. So, dann nehmen wir unseren Teig in der Hand, stellen uns die Springform bereit, gucken, dass wir den ungefähr so reinfallen lassen. Ja, und dann tun wir ihn schön zurechtrücken. Und drücken schön die Ränder, ein bisschen, dass man die ein bisschen höher stehen, weil da ja auch noch Füllung reinkommt. Und gucken mal, dass wir den Teig quasi jetzt hier gleichmäßig drin verteilt kriegen mit ein wenig höherem Rand. Und dann kommt es auch nicht so darauf an, dass das jetzt so hundertprozentig exakt ist, sondern nur eben quasi, dass der gleichmäßig schön verteilt ist. Da kann man so 2 cm, 3 cm Ränder an der Seite, wo es ein bisschen dicker ist, der Rand, da verteilt man das eben in die Mitte rein oder zur anderen Seite. Aber so ganz genau kommt da auf die Konstellation mit drauf an. Das Ding mal ausmachen. So, nachdem wir das hier schön reingeformt haben und ein bisschen dran stehen lassen haben hier, ne, kommt denn jetzt unsere Hackfleischmischung hinzu. Hackfleischmischung, die kommt dann einfach dazu. Schön verteilt natürlich nachher. Statt gut. Das riecht ja wunderbar. Das riecht ja fast wie bei den Kochtopf. So, dann verteilen wir das Ganze schön. So, gucken wir, dass das möglichst so in unseren Rändern so drin bleibt, das Ganze, die wir so stehen lassen haben. Das Ganze kommt sowieso beim Backen nachher noch etwas höher. Ja, das sieht eigentlich schon so ganz gut aus. Dann sollte das ungefähr so aussehen. Ja, und dann stellen wir das Ganze erstmal an Seite. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir an, die Tomaten gleich mal zu schneiden. So, nachdem wir das alles soweit vorbereitet haben, gehen wir hin, tun die Stielansätze von den Tomaten von oben heraus rausschneiden und schneiden sie dann quasi schön in Scheiben. Ja, und so gehen wir mit unseren beiden Fleischtomaten her und machen das Ganze quasi. So, und wenn das Ganze fertig ist, dann brauche ich jetzt nicht ganz euch so zu zeigen, wie ich die Tomaten schneide, das vielleicht kann wohl jeder selber. Dann werden die Tomaten quasi schön auf unseren Hackkuchen verteilt. Ja.
Was machen wir denn quasi hier mit den beiden Fleischtomaten? So, und ungefähr so sollte das denn aussehen, wenn wir unsere Tomaten dann auch verteilt haben. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns eine Schüssel. Da tun wir dann die 250 ml Kochsahne rein. Dann kommt da rein die restlichen drei Eier. Fügen einen Teelöffel Salz hinzu. Und ein Löffelchen von unserem Cheyenne-Pfeffer. Wer nicht zu scharf mag, der kann auch ein bisschen weniger nehmen. Aber das ist nicht wirklich scharf, wenn man hier so einen Esslöffel schimmt, weil das ja auch das meiste noch verkocht. Aber es ist ein bisschen pikant, aber wie gesagt, das müsst ihr machen nach Geschmack. Ja. Und dann wird der Ganze schön durchgequillt, hier mit der Eier. Die Eier schön, wenn die reingeschlagen sind. Unsere Masse, unsere Kochsahne quasi. Schön reinschlagen. So, dann kommt hierzu noch unser Appenzähler, geriebener. Die 200 Gramm, die fügen wir eben auch hier rein zu. Und dann rühren wir das Ganze quasi mit unserer Kochsahne und unseren Gewürzen schön durch. Das ist jetzt schön hier reinarbeiten in die ganze Angelegenheit. Ja, dann sieht das schon echt gut aus und ein bisschen dickflüssiger. Es ist echt wichtig, das Ganze gut hier durchzumixen. So, und wenn wir damit fertig sind, dann kommt das Ganze über unseren Hackfleischkuchen. Schön gleichmäßig verteilen. Gleichmäßig verteilen. Wunderbar. So, dann gehen wir hin, tun unseren Backofen vorheizen auf 180 Grad und dann kommt unser Hackkuchen quasi eine Stunde bei 180 Grad im Backofen. So, nachdem unser Hackfleischkuchen so 40 Minuten bis eine Stunde im Backofen verbracht hat, habe ich ihn jetzt schon rausgeholt und habe ihn jetzt mal angeschnitten, damit man mal sieht, so ungefähr wie das dann aussieht, wenn er fertig ist. Ja, und die Form habe ich quasi, den Spengling habe ich schon entfernt. Und so sieht unser Hackfleischkuchen fertig aus. Das Wichtigste ist eigentlich nur beim Backen, dass man guckt, dass er so zwischen 40 Minuten und eine Stunde backt und hin und wieder mal reinguckt im Backofen, dass der Käse schön zerlaufen ist, aber nicht schwarz wird, weil das wollen wir ja nicht. Und ich denke, der ist uns eigentlich gut gelungen und ich habe ihn eben schon mal probiert in der Ecke. Er schmeckt hervorragend. Ich hoffe, es hat euch heute mal wieder Spaß gemacht mit uns zu kochen. Probiert es ruhig mal aus, sehr lecker. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Schreibt eure Kommentare, negative oder positive.
Ich würde sagen, bis dann, eure Kochteufel.